Schönen guten Tag und willkommen zurück zu Perfect Dark Zero. So, da mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit der 10. Mission Tempel, eine Überwachungsmission, was in Südamerika stattfindet. So, das Ganze spiele ich auf Geheimagent. Seltsam, wir empfangen eine starke Energiesignatur aus dem Inneren des Tempels. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich hätte wissen müssen, dass Data Dine nicht aus rein archäologischem Interesse hier ist. Mayhem hat wohl gefunden, was sie gesucht hat. Unsere Satellitenscans zeigen schwere Kräne da unten. Sie versuchen, das Ding rauszuholen. Was immer es ist, wir müssen einen Peilsender anbringen und abwarten, wohin er uns führt. Dringen in den Tempel ein. Acht auf Fallen, die gibt es sicher reichlich. Sabotiere die Kräne, wenn du kannst. Das sollte Data Dines Aktivitäten ausbremsen. Du hast einen Bugspeil dabei. Wenn du unten bei den Fundamenten bist, fliegst du ihn per Fernsteuerung rein und bringst den Peilsender an, bevor Data Dine entkommen kann. Beeilung, Joe, du hast nicht viel Zeit. So, kurz und knapp erklärt, Data Dine und Mayhem haben ein wichtiges Artefakt gefunden und ich soll jetzt laut Carrington hier, sag mal schnell, einen Peilsender anbringen. So, ich werde einmal das Plasmagewehr mitnehmen und Nahkampf werde ich wohl eher auf, Wurfwaffe war das, da werde ich das, den Hawkeye mitnehmen, ich glaube Hawkeye nennt sich das, auf jeden Fall diese Wurfscheibe. So, dann würde ich mal sagen, Attacke. Und man hat einen Schwachkopf. Nein, noch was Schlimmeres. Was ist dümmer als ein Schwachkopf? Aber hier steht's doch. Sternenvolk. Das muss ihr Wort für Götter sein. Oder außerirdisch. Sag's nicht. Sag weder extraterrestrisch, noch außerirdisch, noch xenobiologisch. Das Sternenvolk war unsterblich. Wie Götter. Wenn der Tod näher rückte, unterwarfen sie sich dem Gral. Einer Quelle grenzenloser Macht und Lebens. Diese Glyphe steht für eine Art Gerät. Bestimmt von dem Artefakt angetrieben, das Mayhem sucht. Bestimmt. Doch die Stämme der Erde neideten ihre Macht und wandten sich gegen die Götter. Ihre Götter? Die daraufhin von der Erde fliehen und den Gral deaktivieren mussten. Von der Erde fliehen, das heißt außerirdisch. So hast du deine Professur verloren, was? An das Personal. Wir haben die Energiequelle. Los, zusammenpacken und abrücken. Was? Wir geben den Fund unseres Lebens auf? Nein, wir hauen ab. Die Uhr tickt, Joe. Bring mit dem Bugs bei einen Peilsender an der Energiequelle an. Gehe Mayhem, damit fliehen kann. Die Uhr tickt, Trainer. So, jetzt heißt es. Weg mit dir. Weiter. Ich habe ja nämlich keine Zeit. Damit kann ich auch jetzt die Gegner besser sehen durch die Röntgenbrille. So, das war eine Falle. Irgendwas in die Luft gejagt. So, da rechts ist einer. Ah.
kurz. Satellitenscans zeigen, dass die Quäne schon am Boden sind. Wir müssen herausfinden, für wen sie arbeiten. Verstanden? Dann los. Noch tiefer. Laptops bewaffnet. Zur Energiequelle und bringt diesen Peilsender an. Und den Gamespy mal eben schnell zur Quelle rüberbringen. Erstklassige Arbeit, so. Trainer, mit dem. Ja, Herrin. Ein Eindringling! Findet den, der das Ding fliegt. Und erledigt ihn. 10-4. So, jetzt kommen wir nämlich zum Einsatz des Hawkeyes. Weil ich muss ja die Phantome besiegen. Und ja, und der Hawk-Bumerang, Verdammt, sie sind getarnt. Schließ ihre Tarnschilde kurz, bevor du den Tarn flutest. Nämlich durch sein Schutzschild, was im Grund ist, kann ich halt die Plasma-Geschosse einfach abwenden. Das dauert halt ein bisschen.
aber ist effektiv. So. Dann geht der erste kaputt. Der erste ist schon fertig. Irgendwie könnte ich da halt das Wasser hier reinlassen. Dann hätten die halt keinen Vorteil mehr durch ihre optische Tarnung. So, der letzte. So, Phantome besiegt. Bitte melden, over. Joanna, du lebst! Wieso so überrascht? Ich bin echt beeindruckt. Mayhem hat Jonathan und die Energiequelle. Dann Finger weg. Energie kann weder erzeugt noch zerstört werden. Wenn der Gral ein Mechanismus ist, der Macht und Lebenskraft erhöht, muss die Energie irgendwo herkommen. Ich will nicht, dass du dort bist, wenn das passiert. Hey, was wäre das Leben ohne Nervenkitzel? Im Ernst, Joanna. Später. Ich muss ein Flugzeug kriegen. So. Ja, dann würde ich mal sagen, war's das auch? Nächstes Mal geht es dann weiter mit der 11. Mission, Außenposten, eine Rettungsmission. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.